Ja. Ja. Unbedingt. Ah, dass ich euch hier treffe. Ich hatte Gerüchte gehört, dass Radcliffe wieder für Geschäfte geöffnet ist. Aber dennoch, ist das nicht beeindruckend? Welch eine Betriebsamkeit! Der Aal war so freundlich, meinem Sohn und mir im Austausch für Vorräte eine Unterkunft anzubieten. Ich freue mich, ihm zu helfen. Und euch natürlich auch. Bitte sagt es einfach, wenn ihr Interesse an meinen Waren habt. Man hört eine Menge Geschichten über Rotten der dunklen Brut, die weit nördlich der Kokkari-Wildnis durchs Land ziehen. Sie scheinen aus dem Nichts aufzutauchen und ebenso schnell wieder zu verschwinden. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen. Wisst ihr eigentlich, dass ihr schon seit Stunden nur noch grinst? Hier macht nur ihr euch lächerlich. Genauer gesagt, seit ihr und dieser Schurke Zephyrin das letzte Mal Blicke ausgetauscht habt. Zugegeben, er hat Charme. Und er muss großartig im Bett sein. Sonst würdet ihr nicht so viel riskieren, um in seiner Nähe zu sein. Empfindlich, was? Reden Freunde nicht über solche Themen? Es ist unangenehm, euch beide zusammen zu sehen, aber wenigstens lenkt euch das von unserem Problem ab. Nur zu. Der Augenblick scheint geeignet, euch das hier zu überreichen. Hoffentlich nicht. Ich habe ihn von meinem ersten Auftrag für die Krähen. Ein Händler und Prinz aus Rivain. Und als ich ihn tötete, trug er einen einzelnen juwelenbesetzten Ohrring. Und sonst nichts, möchte ich hinzufügen. Ich fand ihn sehr schön und nahm ihn zur Feier des Ereignisses mit. Seitdem habe ich ihn aufbewahrt. Und jetzt sollt ihr ihn haben. Kommt nicht auf falsche Gedanken. Ihr habt Taliesin getötet. Für die Krähen bin ich mit ihm gestorben. Also bin ich frei. Zumindest für den Moment. Ihr könnt ihn verkaufen oder tragen. Was immer euch beliebt. Es ist das Mindeste, was ich euch als Gegenleistung geben kann. Ich... Wisst ihr... Nehmt ihn einfach. Er hat mir viel bedeutet. Ebenso wie... Das, was ihr getan habt. Bitte nehmt ihn an. Ich kann mich nicht besser ausdrücken. Danke. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr stört nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Ihr wollt euch also mit dem alten Orgren unterhalten? Aber warum nur? Ich weiß es nicht. Wir sind doch inzwischen ziemlich gute Freunde, oder?
Ich muss nur ständig an diesen Mist mit Branka denken und wie es so weit kommen konnte. Ich habe immer behauptet, ich sei so, wie ich bin, weil sie mich verlassen hat. Aber vielleicht hat sie mich ja auch verlassen, weil ich so bin. Ei, ich habe 27 neue Sorten Bier ausprobiert und herausgefunden, dass ich genau die richtige Größe für ein Menschenmädchen habe. Das macht mich aber noch nicht zu einem guten Mann. Jetzt habe ich mich genug im eigenen Elend gesuhlt. Wolltet ihr etwas mit mir besprechen? Ei, also gut. Hallo. Verzauberung? Verzauberung! Ich habe euch noch nicht gedankt. Ihr habt mich von den Krähen befreit und dennoch ist es mir bislang nicht eingefallen, euch dafür zu danken. Aus welchem Grund ihr es auch getan habt, ihr habt es getan und ich war der Nutznießer. Daher vielen Dank. Ihr sagt das so ungerührt, aber für mich ist es sehr seltsam, so etwas zu hören. Bei den Krähen gibt es keine Freunde. Dennoch steht ihr hier vor mir und ich sehe mich veranlasst, euch als solche zu betrachten. Ich gebe zu, dass mich euch betreffend ähnliche Gedanken beschlichen. Ich hätte aber nie gedacht, dass ihr genauso empfindet. Ganz was Neues. Nun, da der Augenblick vorüber ist, wollen wir weiterziehen? Ich gehöre euch. Schon wieder? Ich bin bereit. Nein, das geht nicht gegen euch. Es ist nur... Nein. Ich will nicht darüber reden. Wenn das euer Wunsch ist. Dann stellt mir nicht länger solche Fragen. Meine Worte waren doch leicht zu verstehen. Ihr müsst euch doch sicher auf andere Dinge konzentrieren als auf mich. Dann tut das auch. Ich gehöre euch. Schon wieder? Ich bin bereit. Ich dachte schon, dass das jetzt kommt. Seid ihr sicher, dass ihr darüber reden wollt? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Also gut. Ein Meuchelmörder muss lernen, Gefühle zu unterdrücken. Sie bedeuten Gefahr. Und er nimmt sich sein Vergnügen, wo immer sich Gelegenheit bietet. Mehr zu verlangen wäre unverantwortlich. Ich dachte, zwischen uns wäre es genauso. Ein wenig Spaß und Ablenkung, sonst nichts. Und doch... Ich weiß es nicht. Woran erkennt man das? Ich wuchs unter Leuten auf, die ein Trugbild der Liebe verkauften. Und dann lernte ich, ein kaltes Herz zu entwickeln, um töten zu können. Alles, was mir je beigebracht wurde, sagt, dass meine Gefühle falsch sind. Aber ich kann nichts dagegen tun. Seit ihr mich in euer Zelt gebeten habt, bin ich gänzlich verwirrt. Versteht ihr auch nur ansatzweise, was ich meine? Mehr muss ich nicht wissen. Verzeiht mein seltsames Verhalten. Jetzt fühle ich mich besser. Viel besser.
Ich gehöre euch. Schon wieder? Ich bin bereit. Pirat Zephron meldet sich zum Dienst. Bereit, an Bord zu gehen. Ja. Ja. Unbedingt. Ihr seid es, der Graue Wächter. Andraste sei Dank, dass ihr rechtzeitig eingetroffen seid. Ich war mir sicher, diese Monster würden mich erledigen. Erst vor wenigen Stunden, kurz nachdem alle im Schloss in Sicherheit gebracht wurden. Ich dachte, ich würde es noch zu meinem Haus und wieder zurückschaffen, bevor sie hier ist, aber ich war zu langsam. Ach, was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ich verschwinde hier, bevor noch mehr dieser Dinge auftauchen. Nochmals vielen Dank. Yeah.
weiß, dass es von einem Volk stammt, das nicht einmal seine eigene Geschichte bewahren kann. Ich bin verwundet! Jemand muss etwas unternehmen!